Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit unserem Baby. Unser Baby ist da. Das klappert. Es kann sogar, wenn du es hinlegst, die Augen offen, wenn du es hinlegst, sind die Augen zu. Ist es nicht toll? Das ist voll süß. Hat übrigens die perfekte Größe eines Neugeborenen. Das ist krass. Nur ein bisschen leichter ist es. Ein bisschen leichter und hohler. Ich glaube, das ist mal meine Puppe, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Sah schon mal besser aus. Egal. Schon mal besser aus. Okay. Ich würde sagen, darum geht's nicht, aber doch, genau darum geht's. Ach so. Wir werden die jetzt mal in die Wippe da legen. Ja. Die man nicht sieht hinter dir. Ich mach das mal. Und dann kommt Babygeschrei dazu und dann schauen wir mal, wie die Hunde reagieren. So, leg dich hin, kleiner. No. Fein, Jörg. Guck mal, er macht sogar die Äuglein zu. Schläft. Schlaf gut. Au! Du wirst ein schlechter Vater. Das glaube ich nicht. So, bisschen locker, aber egal. So. So, und wir haben Babygeschrei auf dem Handy. Noch reagiert keiner. Da liegt die Amy. Da liegt die Amy, da sitzt der Leo. Hallo, Leo. Schauen wir mal. Du kleiner, feiner Baubau. Ja, ist ja gut, mein Kleiner. Oh Gott. Ja. Was ist da los? Ja, ist ja gut. Da geh mal gucken, Leo. Tröste es. Okay, das ist ja verstört. Und Amy geht wohl schnüffeln. Interessiert sich irgendwie gar nicht dafür. Lauter geht leider auch nicht. Ich würde gerne lauter machen, aber geht nicht. Ich habe eine Idee, wie wir es lauter machen können. Boxen oder was? Ja gut, aber es sollte ja hier sein. Ja, das stimmt. Ja gut, aber das war ja jetzt schon mal relativ entspannt, oder? Ja. Ich glaube, der Leo hat ganz kurz geguckt, die Amy kam an, aber ansonsten, war das eigentlich... Amy hat davon Hunger gekriegt und der Leo hat Lust zu spielen. Ich meine, es ist natürlich kein echtes Baby, klar, es riecht nicht nach Baby, es bewegt sich jetzt nicht, aber... Und es ist ein ganz Stück leiser. Ja, unsere wird bestimmt leise. Hoffentlich. Hoffentlich. Schauen wir mal. Der Plan ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen, die dran zu gewöhnen, dass man das jetzt vielleicht täglich mal 10 Minuten oder so laufen lässt. Ja. Und dann eben, keine Ahnung, dass die sich an das Geräusch gewöhnen und das für völlig normal halten. Aber die Reaktion war doch jetzt schon mal ganz gut. Das stimmt. Fand ich auch. Man könnte es dann zum Beispiel auch mal im Maxi-Cosi versuchen. Oder da, oder da in der Wippe. Da liegt noch ein Korb drin. Das habt ihr toll gemacht, Amy. Achso, die hat sich jetzt was zu fressen geholt. Hallo. Kleiner Hanf. Weißt du, warum er geweint hat? Warum denn? Hat die Windel voll. Hat die Windel voll? Ja. Muss man jetzt Windel wechseln? Ich hab keine Windel an. Oh, dann müssen wir ihn erstmal eine Windel anziehen. Das habe ich euch nämlich noch versprochen. Windel wird gewechselt. Das gehört, Leo, wir wechseln jetzt Windeln. Könnt ihr nicht mehr eine Windel anziehen? Oh ja! Amy! Wo bist du? Achso, okay, die frisst. Die hat sich ein Stückchen Essen mit auf den Teppich genommen und überlegt jetzt, ob sie das essen soll. So, na gut. Oh, es geht wieder los. Weint es irgendwann auch noch mehr? Könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Okay, die beiden interessiert es gar nicht. Essen ist interessanter. Ja, was ist denn los? Halt die Klappe. Hat man das Baby dann eine Stunde lang in diesem Video schreien lassen, oder was? Keine Ahnung, frag mich nicht. Das arme Viech. Naja, gut. So. Setz dich zu mir. Ich setz mich zu dir. Ha, ha.
Ja, das war ja jetzt schon mal besser als erwartet. Bin ich mal gespannt, wie es dann mit einem echten Baby ist, aber... Die sind ja auch laute Geräusche gewohnt irgendwie. Positiv, ja. Ein Hahn kräht da immer, Traktoren, Rasenmäher. Gut, dann hat man plötzlich Angst vom Staubsauger, aber prinzipiell Stichsäge, Kreissäge. Okay. Ja. Ja, bin mal gespannt. Ja, ich meine, ich denke mal, er hat am Anfang so ein bisschen die Emotionen halt rausgehört, aber das Wesen, was halt da liegt, zeigt halt keine Emotionen. Ja. Kommt aber dann noch vielleicht. Schauen wir mal. Es war jetzt keine Angstreaktion, ja, sondern eher so ein, oh, was ist da los? Und dann, oh, keine Ahnung, geh mal fressen. Kann eh nichts machen. Ja, gut. Schön. Ja, gut. Das war einfach. Hätte auch schlimmer sein. Also eine Katastrophe werden können. Ja. Das mache ich jetzt vielleicht mal, wenn ich dran denke, täglich mal 10 Minuten oder so. Und dann ist er hoffentlich gut vorbereitet. Ja. Hätte das wäre ja schön. Es hätte auch sein können, dass er es angreift und auffrisst. Hat aber nicht. Nee, hat er nicht. Nee. Geleo, hast du nicht gemacht. Du warst nur neugierig. Ja. Bussis wird es wahrscheinlich geben. Sondern Bussis. Ja. Gut. Ja, es stinkt immer noch. Ja, dann. Ja, gut. Das war's auch schon wieder. Oder? Ja. Genau. Nächstes Video. Windeln wechseln. Baby. Achso, ja, erstmal Windeln wechseln. Ja, wir wechseln Windeln. Aber Video derart dann erst mit echtem Baby. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Naja. Sehen wir mal, wie es wird. Wie viele Woche bist du jetzt? 38. Das heißt, noch 3 Wochen. Ja. Bis zum errechneten Geburtstermin. Ja. Natürlich plus minus. Ja. Könnte also auch morgen losgehen. Ja. Immer noch. Oder in 4 Wochen erst. Ja. Oder einfach auch in 3 Wochen. Ach ja. Okay, wir darauf habe ich mich eingestellt. Genau. Ja, aber wir sind hier jetzt auch eigentlich ziemlich gut durch. Also wir haben jetzt hier alles geräumt und aufgebaut. Ja, wir haben eine kleine Spiele-Ecke. Ja, die Spiele-Ecke kommt also dann dahin. Da könnte man so einen weichen Teppich oder sowas, so diese Gummidinger da machen. Ja, jetzt am Anfang will ich erstmal, die steht hier eigentlich ganz gut, wenn das Baby ja noch nichts machen kann. Oder dann das Activity-Center. Genau. Wenn es zwar schon ein bisschen spielen will, aber noch nicht krabbeln kann oder so. Und später dann das Zeug weg. Und dann, ja. Ja, ich habe ja noch meine alte Krabbeldecke. Die würde da wahrscheinlich gut hinpassen. Die ist auch schön weich. Ah, okay. Und darauf kann man dann mit Bauklötzchen oder Autos. Oder ich hatte jetzt an diese Puzzleboden. Ja, die sind auch cool. Die sind cool, ja. Schaumstoff. Ja. Sowas halt. Soll ich dir meine Krabbeldecke mal schnell zeigen? Meine, wo ich drauf gekrabbelt bin. Hast du die jetzt so schnell griffbereit? Ja, du kannst ja einen Cut setzen. Okay. Da ist sie. Schau. Süß. Okay, sie ist nicht so dick, wie ich dachte, aber... Nee, schau, wirklich nicht. Schau, die würde hier perfekt hinpassen. No, das stimmt. Und da drunter dann... Diese Puzzlematten sind auch cool, ja. Ja, Puzzlematte oder... das da drunter, nein, Spaß. Nee, aber auf jeden Fall, ja, cool. Schön, süß. Ja. Sieht ja auch noch voll gut aus. Komm mal, ja. Sieht man gar nicht, dass das 30 Jahre alt ist. Ich bin auch noch gar keine 30, ich habe dich angelogen. Ach so. Ich bin erst 22. Oha. Oh, Telefon. Schön. Viel Spaß. Danke. Tada! Tada. Du bist fertig mit Telefonieren. Ja. Hat jetzt weniger lang gedauert als erwartet. So, Baby schreit nicht mehr, aber bald wieder. Es muss immer noch gewickelt werden, da kommst du nicht drum. Immer noch gewickelt werden. Das werde ich jetzt dann bald angehen. Könnt ihr euch darauf freuen? Haben wir irgendwas zum Füllen? Zum was? Ach, zum Füllen. Also ich brauche nicht füllen. Die Leute haben genug Fantasie. Ja, aber ich muss ja auch wischen, putzen und so. Ja. Nicht? Okay. Wir kriegen das schon hin. Okay, gut. Wir haben Nutella. Nutella, gut. Das schöne Nutella, das ist Verschwendung. Kannst du dann runterlecken. Okay, das wird zu detailmäßig und so. Ja, bis dann. Wir sagen Tschüss.